Das Dommuseum Ottonianum war in der vergangenen Woche geschlossen. Der Grund: besondere Originale sollten endlich den Weg in die Ausstellung finden. Und diese sind so wertvoll und empfindlich, dass die verantwortlichen Konservatoren keine Zuschauer dabei haben wollten. 2010 wurden sie bei Grabungen im Magdeburger Dom von dem Archäologen Rainer Kuhn geborgen und zur weiteren wissenschaftlichen Bearbeitung ins Landesmuseum nach Halle verbracht. Hier auf den Filmaufnahmen aus dem Grab sehr gut zu sehen. Eigentlich tragen nur der Papst und Erzbischöfe und Bischöfe diese reich bestickten Pontifikalschuhe, mit denen sie an den Altar herantreten. Und es ist wirklich auch eine Ausnahme, dass solche Schuhe in derartig gutem Erhaltungszustand wie die des Erzbischofs Wichmann erhalten sind. Da steht er nun, Bischof Wichmann, als Grabplatte mit den Insignien seiner Macht verewigt. Und genau gegenüber die aus seinem Grab geborgenen Artefakte. Die Mitra, der Ring, ein Kelch, der Bischofsstab, allerdings ohne Krumme, und natürlich die Pontifikalschuhe. Also, die sind schon im vergangenen Jahr ganz aufwendig von Textilrestauratorinnen restauriert worden. Da ist wirklich ohne irgendeinen Verlust dann auch an diesem Material, das ja nun mehr als 800 Jahre alt ist, zu verursachen, alles gereinigt und fixiert worden und in eine auch plastisch erfahrbare Form gebracht worden und montiert worden auf Tableaus. Das alles wird im Halbdunkel präsentiert, damit schädliche UV-Strahlung die mühsam restaurierten Gegenstände nicht weiter zerstört. Denn schließlich haben 800 Jahre in einem Grab auch nicht unbedingt dazu beigetragen, dass die Stoffe und feinen Goldfäden die Zeiten überdauerten. Der Grund für den verspäteten Einbau war durch das Handwerksunternehmen verschuldet, das die speziellen Glasvitrinen herstellen sollte und das im November nur eine Übergangslösung angeliefert hatte. Doch angesichts der Bedeutung der Grabbeigaben wollte sich das Museum auf gar keinen Fall auf Provisorien einlassen. Und außerdem wurde die Gelegenheit in der vergangenen Woche genutzt, die Präsentation der im Editha-Sarkophag gefundenen Textilstücke ebenfalls zu überarbeiten. Sie waren nicht in dem Maße als unsere Highlights zu erkennen, in dem sie es tatsächlich sind. Das sind ja Stoffe des 10. und 11. Jahrhunderts, kostbarste byzantinische und die späteren Objekte auch italienische Seidenstoffe. Und hier war das Missgeschick, dass auch wiederum die falschen Vitrinen, also Provisorien, zur Eröffnung da waren und die nicht so ausgeleuchtet waren, wie es notwendig ist, um von diesen Stoffen auch tatsächlich etwas sehen zu können. Und jetzt kann man sowohl das Muster als an manchen Stellen auch die Farbigkeit noch erahnen bzw. wirklich sehen. Das ist ein großer Genuss. Nun also haben auch die Besucher die Gelegenheit, einen Blick auf diese mittelalterlichen Stücke zu werfen, die liebevoll restauriert und präsentiert zu den wohl wichtigsten Originalstücken dieser Ausstellung gehören und damit die Bedeutung des Dommuseums steigern durften. Am vergangenen Wochenende sollen wohl schon viele Einheimische die Gelegenheit der Inaugenscheinnahme genutzt haben und vielleicht teilen auch Sie die Einschätzung der Museumsdirektorin. Ich bin überglücklich und jetzt sind tatsächlich auch sozusagen meine persönlichen Lieblingsstücke mit hier im Museum.